Ja, guten Abend, liebe Freunde. Hier ist wieder der rot-gelbe Salon. Diesmal nicht aus Znaim in Mähren, sondern aus Wien-Döbling. Wir sind heute bei der Irmi und mir ist es ein Bedürfnis, über ein Thema zu sprechen, das für mich überraschend war. Also ich bin zum Büchertum gegangen und habe ein Buch gefunden, das ich genommen habe, wenn mich der Titel interessiert hat. Und ich habe das kurz angelesen und es spielt in Allenstein. Und der Manfred, Ostpreußen, habe mir gedacht, ja, ich habe es einmal angelesen, Allenstein. Also Allenstein ist einmal Ostpreußen, um was geht es da? Ne? Das Buch heißt Gott schläft in Masurien. Der Schriftsteller ist Hans-Hermann Kirst. Ich habe nicht gewusst, wer Hans-Hermann Kirst ist. Ich habe aber gewusst, dass Masurien jetzt zu Polen heißt und dass Masurien ein Deckmantel für Ostpreußen ist. Also diese Geschichte ist einmal, spielt einmal in Ostpreußen. Ja, also ich habe das Buch angelesen, dann war ich froh, dass es in Allenstein spielt, weil dann habe ich gewusst, dass es in Ostpreußen spielt, dass die Vermutung nicht falsch war. Und dann habe ich ein zweites Problem gehabt. Das Buch hat 320 Seiten gehabt und ich habe mir vorgenommen, dass ich es lese. Und ich habe echte Angst gehabt, dass es mir irgendwann zu langweilig wird und dass ich aufhöre. Also ich habe das einmal angelesen, die ersten 20, 30 Seiten, und habe mir gesagt, naja, also Schnitzler ist das keiner. Nicht? Also er schreibt gut, aber es war kein Kampf. Und dann ist noch etwas Lustiges passiert. Also die Geschichte war so genial aufgebaut, dass ich dann genau das Gegenteil verspürt habe. Ich wollte das Buch nicht in einem Satz lesen, sondern ich habe es alle 50 Seiten habe ich es hingelegt und habe dann erst am nächsten Tag weitergelesen und habe in der Nacht gedacht, also wenn ich jetzt der Schriftsteller wäre, wie würde ich diese Geschichte weitergehen lassen? Also jetzt kommen wir zu der Geschichte. Also die Geschichte fängt ganz lustig an. Es ist eigentlich eine Detektivgeschichte und zwar ist ein Mord, so wie bei allen Detektivgeschichten, so wie bei Agatha Christie und bei den anderen, also ein Mord. Ne? Und die Geschichte fängt so an, da kommt der Bürgermeister zur Witwe und der sagt, ja, wir kriegen jetzt einen neuen Polizisten, was machen wir, wenn der jetzt in diesem Mord zum Aufklären anfängt. Ne? Schnitt, man weiß nicht, um was es geht, man weiß, dass es um einen Mord geht und so weiter. Ne? So, jetzt das nächste Kapitel, jetzt kommt in Allenstein, kommt der Polizist und der kommt aber so wie der Clint Eastwood. Der kommt mit der Eisenbahn und steigt aus und wundert sich, dass da nichts los ist und dann setzt er sich aufs Pferd und dann fährt er mal dorthin, ne? Und dann kommt er ins Dorf rein und dann spricht ihn der Dorftrottel an und der Dorftrottel ist eigentlich Alkoholiker und er fragt ihn, so, er möchte jetzt einen Schwung in das Dorf reinbringen. Ne? Ja, Dorftrottel, das gibt es ja überhaupt nicht. Ne? Und er fragt den Dorftrottel, ja, was machen Sie vom Besuch? Sagt er, ja, ich mache gar nichts, ich kriege eine Invalidenrente vom Bürgermeister und so halt. Nicht? Also, und dann geht es halt weiter. Und dann entwickelt sich so die Geschichte immer weiter und man bekommt dann selber den Eindruck, dass ja die in dem Dorf eine eigene Gerichtsbarkeit gehabt haben und dass sie den ganz einfach hingerichtet haben. Und dass die Dorfgemeinschaft aber so gut zusammenhaltet, dass das vertuscht worden ist. Es kommt dann ein Kapitel, wo ein Dorfarzt, da fährt dann auch wieder nach Allenstein und geht zu dem Kreisarzt oder irgendwas und sagt, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe da vor 8 Monaten einen Totenschein ausgestellt und ich habe möglicherweise das zu oberflächlich gemacht. Könnte es theoretisch sein, dass jemand eine Exhumierung ansetzt und genau das Gegenteil von dem beweist, was ich konstatiert habe. Nicht? Und dann sagt der Dorfarzt, naja, also zwei Gründe. Erster Grund ist, gibt es einen Grund? Sagt er, nein. Ja, also warum fragen Sie mich dann? Ne? Zweite, wann war das? Sagt er, ja, vor 8 Monaten. Sagt er, Entschuldigung, vor 8 Monaten. Also in 8 Monaten kann der die Obduktion vornimmt, sowieso genauso wie Sie damals hineininterpretieren, was er will. Also ist eigentlich völlig irrelevant. Der Totenschein ist so, wie er ausgestellt. Und wenn Sie schreiben, der hat einen Herzstillstand gehabt, dann hat er einen Herzstillstand gehabt und aus. Ne? Und dann geht es so hin und her und irgendwann kommt dann der Punkt, wo sie wirklich drauf kommen, wie der umgebracht worden ist. Das ist so ungefähr nach 200 Seiten. Man vermutet, dass das eine Hinrichtung war. Und dann geht es darum, wie ist diese Hinrichtung stattgefunden. Und zwar war das ganz
wie bei einem Gankofer-Roman fast. Die haben nämlich einen Kirchtag gehabt und da hat ihm einer mit der Schnapsflasche einen über die Rübe gezogen. Und die Frage war jetzt, war das bewusst oder unbewusst? Nicht? Also die ziehen ihm am Kirchtag eine über die Rübe und dann kommt der Arzt und konstatiert Herzstillstand. Ja, und alle halten zusammen. Was ist da jetzt wirklich passiert? Ne? Und ja, jetzt kommt dieser Gendarm und trifft natürlich auf eine Mauer des Schweigens. Nicht? Also was ist da passiert? Ne? Ja, so, jetzt kommt die Parallelgeschichte dazu. Das Ganze spielt im Jahr 33, im Jahr der Machtergreifung der Nazis. Also wenn diese ganze Sache ein paar Monate später gewesen wäre, dann wäre das ganz normal gewesen, denn die Nazis haben ja auch diese Leute weggeräumt, die ihnen nicht gepasst haben, und dann hat jemand einen Totenschein ausgestellt und dann ist genau genommen überhaupt nichts rausgekommen. Also er geht jetzt, ja, und dann ist noch dieses Gespräch, dass Ostpreußen den besten Gendarmen hingeschickt hat, dass er das aufdeckt, nicht? Und da hat ihn noch der Kreisvorsitzende, oder wie das der Kästner, hat dann gesagt, also wenn Sie diesen Mord aufklären, dann befördern wir Sie. Ne? Ja, also der kommt hin und sagt, ja, also er muss sich einmal an die Witwe halten. Nicht? Und jetzt ist auch wieder, wo man sagt, ja, also eine Geschichte kann gar nicht schöner sein. Also er kommt zu der Witwe und die Witwe ist kurz davor, dass sie vom Nachbarn vergewaltigt wird. Nicht? Jetzt denkt man sich natürlich, der Nachbar ist der Mörder und so. Nicht? Und er befreit die Frau von dem Dings, den schickt er zum Teufel. Ne? Und ja, was passiert dann? Ja, dann hat der Gendarm selber ein Schäferstündchen mit der Witwe. Ne? Also er befreit sich von einem Vergewaltiger, aber bleibt dann gleich dort. Ne? Jetzt ist er natürlich vom Gesetz her voreingenommen und kann eigentlich nicht mehr lösen, aber es ist ja in dem Dorf wurscht. Hm. Jeder kann alles machen. Ne? Ja, jetzt gründen es noch die NSDAP und da kommt jetzt der Bürgermeister darauf und sagt, naja, also wir machen das überhaupt gescheit, wir gründen jetzt selber eine Ortsgruppe von der NSDAP, damit, wenn dann die Nazis kommen, haben wir schon eine Ortsgruppe und wir können machen, was wir wollen. Ne? Jetzt haben sie diese Ortsgruppe gegründet und da haben sie, also da muss man sagen, jetzt wird es wirklich amüsant. Jetzt ist der Bürgermeister draufgekommen, dass der beste Ortsgruppenführer der Dorftrottel eigentlich wäre und der kommt dann, den schicken sie dann nach Arnstein auf eine Schulung und der kommt dann als korrekter Nazi zurück, ne, und sagt, ja, also das geht überhaupt nicht, wir müssen das jetzt anders machen. Ne. Und jetzt geht es so hin und her und hin und her und dann kommt auf einmal die Beute in der Pointe, dass der, den sie umgebracht haben, das war eigentlich der erste, also das war ein Arschloch. Ne. Das war das Arschloch und den haben sie deswegen angebracht, weil er ein Arschloch war. Der hat gehurt und Geld durchgebracht und alles. Ne. Nur war er deswegen ein Arschloch, weil er der erste Nazi war. Also der war eigentlich im Jahr 32 schon ein Nazi und den haben sie dann umgebracht und am Dorffest hingerichtet. Ne? Und ja, und dann hat die Geschichte ein Happy End. Also man würde sagen, wenn man dachte, so, ja, dann hat dann gesagt, so, und jetzt mache ich noch einmal das Buch zu und die letzten 5 Seiten lese ich am letzten Tag. Ne? Und wie ist das Ende jetzt? Was kann da für ein Ende kommen? Und das Ende ist überhaupt das Genialste. Die letzte Szene ist dann, der Kommissar geht wieder, der Polizist wird zu diesem Ortsgruppenleiter nach Allenstein bestellt und sagt, ja, also ich gebe auf, also erklärt den Mord auf, er hat dann Geständnisse, er weiß alles, er weiß, wer der Mörder ist, er weiß, wer der Auftragsgeber ist, er weiß alles und er geht dann nach Allenstein und sagt, ich quittiere den Dienst und ich fahre ins Dorf. Nicht? Also er erklärt den Mord auf, aber jetzt nicht, dass er sagt, er klärt den Mord auf, sondern er sagt, ich habe jetzt den Mord aufgeklärt, ich quittiere den Dienst und dieses Dorf ist so unterhaltsam, dass ich selber Teil des Dorfes werden will und er heiratet dann die Witwe von dem, die er eigentlich, das geht nicht, nicht? Also ich kann nicht als Polizist eine Witwe und schwängern und was Gott was alles. Nicht? Und er nimmt dann den Bauernhof von der Witwe und die allerletzte Szene ist, dass das Jubiläum ist von dem Dorffest
Und dann ist halt schon unter Einfluss der Nazis und sie sagen dann, also, könnte man den immer aus dem Weg räumen. Das sind schon Aufpasser dabei. Ne? Also jetzt noch einmal, jetzt, wer kennt sich aus, deutsche Literatur, es ist Hans-Hermann Kirst. Wer ist Hans-Hermann Kirst? Das ist der 0815 geschrieben hat. Und er hat, das war, also ich habe dann eine Biografie von Hans-Hermann Kirst gelesen, also er hat durch 0815 ist er Millionär geworden, hat dann am Starhemberger See residiert wie ein Fürst und hat dann im Jahr 57 hat er ganz einfach diese Parodie auf einen Detektivroman geschrieben und er selber ist auch in Ostpreußen auf die Welt gekommen. Also er ist 1914 in Ostpreußen auf die Welt gekommen, wollte irgendwie eine Ode auf Ostpreußen schreiben und hat ganz einfach diese witzige Kriminalgeschichte sich ausgedacht. Also das wäre es für heute.